Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren kleinen Guide zu Hogwarts Legacy. Heute zu Professor Sharps Aufgabe 1, in dem wir einige Tränke brauen. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da und ein Abo für den Kanal. Wir sollen den Maxima-Trank brauen, für den brauchen wir Blutegelsaft und Spinnenfangzahn. Außerdem natürlich hier den Endurus-Trank mit Eier einer Erschwinderin und Straßenköterfell, was wir hier benötigen. Und als Abschluss auch noch den Fokus-Trank. Hier brauchen wir Florfliegen, Flussgrasstamm und Sumpfkrattlerzunge. Also einige Zutaten, die wir tatsächlich benötigen und einsammeln können. Vieles könnt ihr in der Welt von Hogwarts finden. Ihr könnt aber auch einfach nach Hogsmeade gehen. Hier einmal in den Laden der Zaubertränke. Das ist immer ein Besuch wert, gerade am Anfang des Spiels. Hier kriegt man nämlich auch die Rezepte für einige Zaubertränke. Also und hier einfach immer vorbeigehen, wenn euch noch Rezepte fehlen sollten. Die könnt ihr nämlich hier bei ihm kaufen für ein gewisses Entgelt. Und ihr findet hier tatsächlich auch eben Zutaten, die euch noch fehlen können, wenn ihr die nicht schon in der Open World gefunden habt, durch Besiegen von Gegnern. Hier zum Beispiel die Sumpfkrattlerzunge kann man von den Kröten bekommen oder auch das Fell der Straßenköter, indem man gegen die Wölfe kämpft. Also sammelt das entweder in der Open World oder eben hier in diesem Laden ein und die Rezepte ebenso, wenn ihr sie noch nicht haben solltet. Im Anschluss geht es dann einmal noch hier oben zu Magic Nap, hier hinten in Hogsmeade, denn hier gibt es bei diesem Händler noch ein nettes Samenpäckchen, was wir mitnehmen sollen, und zwar hier die Flussgras-Samen. Die habt ihr gesehen, brauchen wir auch für einen Trank. Die können wir natürlich auch, anstatt draußen in der Welt einzusammeln, hier direkt anpflanzen in unserem Raum der Wünsche. Den braucht ihr natürlich, um das Ganze hier einfach abschließen zu können. Also hier auch der Flussgrasstamm, alles eingesammelt, und dann können wir hier in unserem Raum der Wünsche eben die entsprechenden Tränke herstellen. Hier seht ihr, wir nutzen jetzt für den Honduras-Trank eben die Eier und den Straßenköterfell, was wir eingesammelt haben. Und auf der anderen Seite können wir jetzt auch schon den Fokustrank wollte ich hier machen, aber da fehlt mir noch der Flussgrasstamm. Also bin ich hin und habe mit den Samen, die wir gerade eingesammelt haben, hier in dem großen Behälter das Flussgras angebaut. Und jetzt müsst ihr natürlich warten, bis das alles gewachsen ist. Nutzt also euren Raum der Wünsche hier sinnvoll und kommt hier immer mal wieder her und erntet eure Zutaten. Hier ist jetzt also der Flussgrasstamm, den wir einmal einsammeln, und im Anschluss habe ich die Möglichkeit eben hier jetzt meinen Endurus-Trank und dann im Anschluss auch den Fokustrank zu brauen. Das sind die Tränke, die wir brauchen. Außerdem noch den dritten Trank, das ist der Maxima-Trank. Und sobald ihr alle habt, ist es interessant, denn die Aufgabe von Professor Sharp gibt uns nicht vor, diese Tränke im Kampf einzusetzen. Von daher habe ich jetzt mit dem Fokustrank einmal angefangen. Ihr seht, dadurch habt ihr so einen blauen Schleier und ihr habt die erste Aufgabe von Professor Sharp gelöst. Ihr werdet jetzt eure Zauber relativ schnell hintereinander einsetzen können. Und das Gleiche können wir jetzt mit den anderen Tränken machen. Hier ist es jetzt wichtig, dass wir sie gemeinsam einsetzen, denn das ist jetzt die Voraussetzung. Da müsst ihr ein bisschen schnell sein, denn die klingen innerhalb von 20 Sekunden wieder ab. Also nehmt jetzt hier einfach schnell hintereinander beide Tränke. Einmal den Maxima-Trank und einmal den Endurus-Trank. Und dann habt ihr hier diesen coolen Effekt, das Feuer durch den Stein. Und jetzt ist euer Angriff und eure Verteidigung gestärkt. Und ihr habt Professor Sharps Aufgabe schon gelöst. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, ein Abo für den Kanal. Und dann sehen wir uns hier ganz bald wieder mit noch mehr Hogwarts Legacy bei mir auf dem Kanal. Bis dahin und tschüss.